Servus Leute und herzlich willkommen zum Tag 2 des Minecraft-Modus Waldleben und es ist endlich wieder Tag. Hier, wir waren ja im letzten Teil hier wirklich lange in der Erde festgesteckt. Wir sind ein bisschen im Matsch rumgerutscht und jetzt sind wir endlich draußen. Ein wunderschöner neuer Tag hat begonnen. Wir haben immer noch nicht Zombies getroffen. Wie gesagt, wir sind hier im Hardcore-Modus. Wenn ich einmal sterbe, ist das Let's Play, ist der Modus zu Ende und ich darf 3 andere YouTuber nominieren. Und da sind schon die ersten Zombies, wunderbar. So gefällt mir das, so soll es weitergehen. Wir haben zwar kein Schwert, aber genau so gefällt mir das. Und wir haben einen Stock. Und wir haben Eichenholzbretter, aber nur eins. Aber Fichtenholzbretter. Das heißt, wir machen uns jetzt ein Schwert. Entschuldigung, ich habe mich hier gerade ein bisschen vercraftet. Soll es auch mal geben, aber das ist ja nicht so kritisch, ne? Leute, das ist alles nicht kritisch. Ich bin noch Anfänger. Ich kenne mich noch nicht so aus in diesem Gebiet. Ha. Und genau. Und wir gehen jetzt einfach mit dem Holzschwert auf die los. Wenn die nicht schon alle eh verbrennen an der Sonne. Das sollten wir ausnutzen, dass sie verbrennen. Noch? Komm raus. Ey, du Spast. Ist hier noch irgendwie... Ich muss immer aufpassen, dass hier keine anderen von hinten kommen. Weil die kommen gerne von hinten. Aua, der kommt von vorne, ist auch nicht gerade besser. Zack, zack, zack. Wollen wir drauf gehen? Wollen wir drauf gehen, das Hardcore, ne? Ich hab Angst. Scheiß hier. Scheiß, jetzt geht's richtig los. Zack, weglaufen, weg, weg hier, weg. Scheiße, ich hab den total überschätzt, den kleinen Fratz. Also der hat gerade gezeigt, was er drauf hat und so wie es aussieht, hat er was drauf. Ich baue noch hier ein bisschen unser Häuschen fertig. Wie, Häuschen kann man es eigentlich nicht nennen. Plastikhaus kann man es nennen. Ist sehr schlicht gehalten. Wir leben hier spartanisch. Praktisch gut. Aber wir müssen jetzt hier wirklich mal... Okay. Wir laufen jetzt einfach rum und suchen Kohle. Im Wald ist es ein bisschen schwierig, ein bisschen kritisch. Aber das muss jetzt einfach funktionieren. Da ohne Kohle es in der Nacht eigentlich keine Chance mehr gibt, weiterzuspielen. Und ich will hier so lang wie es geht weiterspielen. So, hier hört der Wald auf. Seht ihr irgendwo Kohle? Nein, ich auch nicht. Da ist ein Baum. Ich hoffe, wir können uns hier irgendwo so reinbauen, dass die Sonne... Wo steht denn die Sonne gerade? Keine Ahnung, dass wir eben genug Licht haben, damit ihr noch was seht. Weil wenn ihr nichts seht, dann sehe ich auch nichts. Und das ist sehr unpraktisch, sehr unpraktisch. Und ihr könnt mir auch unten in die Kommentare schon mal reinschreiben, wen ich denn überhaupt nominieren soll. Es wurden schon ein paar Leute reingeschrieben. Passt auf, dass sie nicht mehr als 100.000 Abonnenten haben, weil ich glaube nicht, dass sie mich irgendwie bemerken würden. Nehmen wir mal unter 10.000 Abonnenten. Dass ihr euren Lieblings-Minecrafter gibt, so viele, einfach einen aussucht unter 10.000 Abonnenten. Wenn über 10.000 Abonnenten, dann müsst ihr schauen, dass ich den so lange anschreibe, dass er irgendwann reagiert. Weil so große YouTuber, die reagieren nicht schnell. Was heißt schnell? Die lesen einfach nicht mehr ihre Kommentare. Das ist auch jetzt nicht negativ. Die können das einfach nicht mehr, weil so mega viele Kommentare... Wenn ihr da beim Kronk über 10.000 Kommentare bei einem Video, ey, das kann sich kein Mensch durchlesen. Keiner kann das. Noch nicht mal ein Kriegerung. Und deswegen will ich einfach mal von euch wissen, wen ich denn überhaupt nominieren soll. Ich hätte da schon ein paar Leute, die kennt aber fast keiner. Also das wäre nicht so spannend, schon so bekanntere Leute, die das, ja, das wäre auf jeden Fall ein bisschen lustiger. Aber es ist ja nicht zwingend. Es ist alles hier auf freiwillige Basis. Thank you.
Vielleicht sollen wir in der Höhle da drüben was bauen. Können wir aber leider nicht hin. Und ich habe die Regel noch ein bisschen ausgeweitet. Man darf mit dem Schiff über das Wasser gehen. Muss aber dann, wenn man an Land geht, wieder was bauen. Und ich glaube, wir müssen uns ein neues Haus bauen, weil ich das alle nicht mehr finde. Sehr geil. Ich könnte jetzt natürlich nach der Aufnahme, kann ich zurückspulen und schauen, wo ich lang gelaufen bin. Kann ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Jetzt, während der Aufnahme, kann ich das nicht machen. Das heißt, ihr habt die totale Macht. Könnt mir aber leider nicht helfen. Beendet sich so schnell. Es ist wirklich echt hart, dass man an einem einzigen Tag nur so wenig schafft. Habt ihr es mal bemerkt, wie viele Tage ihr braucht, um irgendwas Gebäude zu bauen? Ich locker für ein Haus, sage ich, 2-3 Tage. Und schon wieder ist ein Tag rum. Wir sind ja nicht ganz dumm und darum... Oh Gott, jetzt fange ich hier wieder an zu reimen. Darum baue ich mich jetzt ein bisschen in die Erde rein, mache den Deckel zu und dann warten wir einfach auf den nächsten Tag. Anders geht es nicht. So, mit wunderschönen Sternenhimmelblick beenden wir diese Aufnahme. Der Sonnenuntergang, ein wunderbares Bild. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns an Tag 3 wieder. Besser gesagt, wir hören uns an Tag 3 wieder, wenn wir bis dahin überlebt haben. Wenn die Zombies nicht von außen reingekommen sind. Alles, was hier passiert, wird aufgenommen. Und ihr seht alle Aktionen auf YouTube. Jede Woche. Wunderbar. See you later, Alligator. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Däumchen nach oben da. Wäre sehr nett, wenn ihr das tut. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich bauen soll. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ich nominieren soll, alles unten in die Kommentare. Jetzt sind wir zu Ende, sonst laber ich hier wieder irgendwas. See you later, Alligator.